Visthirnasana ist die Stellung der Geräumigkeit, die weit ausgeprägte Stellung. Garote in seinem Encyclopedia of Traditional Asana sagt, dass Visthirnasana in den traditionellen Texten erwähnt wird, aber nicht beschrieben wird. Visthirnasana als Stellung der Geräumigkeit kann aber interpretiert werden als Grätsche. Es gibt zwei Grätschen, in der du besonders geräumig bist. Zunächst die sitzende Grätsche und die liegende Grätsche. Upavishta Visthirnasana, die Stellung der Geräumigkeit im Sitzen. Im Sitzen spreize die Beine so weit wie du kannst zur Seite und beuge dich dann nach vorne, bringe Bauch, Brust, Kinn oder Stirn auf den Boden und dann auch die Handflächen entweder zueinander oder zum Boden. Das wäre also die Upavishta Visthirnasana, auch wenn du dich dann nach vorne beugst. Supta Visthirnasana. Die liegende Stellung der Geräumigkeit geht wie folgt. Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine hoch, gib die Beine auseinander, fasse mit den Händen an die Füße und gib dann die Zehen auf den Boden. So bist du in der Supta Visthirnasana.